Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich mache heute ein Fimo-Update und möchte euch zeigen, was ich aus den Brezeln gemacht habe, die ich letztens geformt habe. Und zwar habe ich schönen Schmuck fürs Oktoberfest damit gemacht. Als erstes möchte ich euch die Ketten zeigen. Hier habe ich eine Kette mit unten einer Brezel dran an einem schönen roten seidigen Band. Und zusätzlich, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, habe ich hier noch so eine kleine Schleife aus Spitzenband dran gemacht. Die zweite Kette ist ganz schlicht. Da habe ich hier so eine Brezel genommen mit oben einem Haken drin, die ich geformt hatte. Und da habe ich einfach nur so ein schönes Spitzenband reingemacht. So, dann zeige ich euch jetzt mal meine Ohrringe. Die finde ich besonders niedlich. Da habe ich einfach mit Draht die Brezel an dem Ohrringhaken hier festgemacht. Und dann hier in der Mitte einfach das Ganze noch mit so einer kleinen Schleife verziert. Und die kann ich mir echt niedlich vorstellen, diese Ohrringe, wenn man die drin hat. Kann man natürlich auch mit anderen Farben machen. Mit Farben, die passend zum Dirndl sind. Dann kommen wir schon zu den Armbändern. Da habe ich auch erst hier so ein relativ schlichtes, eigentlich passend zu dieser Kette hier, ein Spitzenband, wo ich so eine Brezel durchgefädelt habe. Wenn man es sich ummacht, hat man dann einfach so eine Brezel hier. Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Und das letzte Armband, da habe ich drei Brezel benutzt und zwei von denen habe ich hier so reingefädelt und einen habe ich dann sozusagen als Verschluss verwendet. Also ich habe erst hier das Band angeknotet, dann hier die erste Brezel reingefädelt, dann die zweite und dann hier die Enden einfach wieder an der Brezel verknotet. Aber man könnte auch zum Beispiel nur hier so Bänder immer von Brezel zu Brezel knoten und in der Mitte eine Schleife machen. Oder nur hier so durchfädeln. Ich finde auf jeden Fall, es sieht ganz witzig aus, wenn man so kleine Brezel dann an der Hand hat. Ich habe das jetzt gerade schon zugeknotet. Sonst hätte ich euch jetzt auch gezeigt, wie es an der Hand aussieht. Moment. So sieht das Armband am Arm aus. Ich finde, das ist irgendwie ganz süß mit diesen kleinen Brezeln und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man das als Armband tragen kann auf den Wiesen. So, das war's auch schon. Ich habe meinen Schmuck hauptsächlich so in Grau, Braun und Rot gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches von den Schmuckstücken euch am besten gefällt. Drückt auf den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!